Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zum Angel Reading für diese Woche. Und ich nehme es heute auf am Vollmond, am 3.8. und habe natürlich auch heute Mondkarten dabei. Schauen wir mal, was die Energien so sagen und wie es uns so geht, was die geistige Welt so für uns bringt. Genau, ich habe mich ja schon eingetunt und eingestimmt und ich habe heute so einen schönen Stein wieder dabei. Der glitzert auch so schön. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das Blaue glitzert so schön. Den mag ich sehr. Der sieht ein bisschen aus, als wenn man so von oben auf die Erde schaut. So, wo ein bisschen Wasser ist und ein bisschen Land. Erinnert mich so daran. Ja, ihr Lieben. Ich erzähle dir erstmal, was ich hier habe heute. Und zwar wie immer die übergeordnete Botschaft. Dann haben wir hier drei Einzelmöglichkeiten. Der erste Stein ist so ein orangener Achat. Dann haben wir hier einen Amazonit, Quatsch, einen, wie heißt der, Amethyst haben wir hier. Und hier haben wir dann einen Goldfluss noch. Und an der Seite habe ich noch Karten, da ziehe ich nachher noch eine dazu. Das sind diese Powerfragen. Genau, du kannst 1, 2 oder 3 auswählen. Und wenn du möchtest, dich noch ein bisschen mit eintunen. Genau. Ich komme gerade vom Malern. Ich habe gerade ja erzählt, dass ich kreative Energien freisetze und umräume. Und nee, umgeräumt habe ich noch nicht so viel. Ich habe mehr aussortiert und jetzt bin ich am Malern. Genau. Ich habe meine Hände auch wieder sauber bekommen. Ich hatte ein bisschen weiße Hände, sehen ganz gut aus. Genau. Hier am Arm habe ich noch ein paar Spritzerchen. War heute schon wieder fleißig. Und das macht voll Spaß und macht gute Laune. Ja, und diese schöne Energie bringe ich jetzt auch noch mit hier rein. Und jetzt hat es sich bei uns schön abgekühlt. Es war ja super, super heiß. Bei dir sicherlich auch, war es super heiß, über 30 Grad. Und jetzt hat es geregnet und es ist auch ganz schön, dass es jetzt sich wieder abgekühlt hat. Ja, egal wo du bist, ob im Urlaub oder noch in deiner Stadt, in deinem Haus, in deiner Wohnung. Ja, hoffe ich, dass es dir gut geht, dass du dich auch ein bisschen erholen kannst, wenn du gerade nicht wegfährst und auch diese Kühle jetzt genießen kannst. Okay, dann, wenn du möchtest, kannst du dich mit eintunen, mit der geistigen Welt verbinden, wie du magst, oder einmal durchatmen. Lade ich dich zu ein, einmal die Augen zu schließen, dich gerade hinzusetzen und durchzuatmen. Gern für dich nochmal schön tief einatmen und frag deine innere Stimme, ob links, Mitte oder rechts für dich wichtig ist in dieser Woche. Welcher Stapel ist deiner? Orangener Stein, violetter Stein oder ganz rechts der braun-orangene Stein? Und dann lausch mal nach innen und ich berühre unsere Klangschale. Dann geht's jetzt los. So, dann hoffe ich, wenn du die Augen jetzt öffnest, falls du sie zuhattest, dass du dich entschieden hast und wieder für dich einen Stapel ausgewählt hast. Dann beginnen wir mal mit der übergeordneten Botschaft. Da sind jetzt hier 2 rausgesprungen von den indischen Göttern. Alle Karten findest du wie immer ganz unten unter dem Video. Und zwar, die erste Karte, die rausgesprungen war, ist die Lakshmi. Ja, die Gaia Lakshmi steht auch für Schönheit und für Glück und für Fülle. Und hier ist doch mal der Aspekt Schönheit genannt. Das ist spannend. Letzte Woche kam mir auch immer das Thema Schönheit so rein. Und ja, du bist schön, sagt diese Karte. Ja, du bist gesegnet, du bist schön, so wie du bist. Zeige deine innere Schönheit. Schönheit ist etwas, das von innen kommt. Und wenn du hier diesen kleinen Elefanten siehst, der da im Wasser spielt, der lächelt, ja. Also wenn du schon mal lächelst, wenn du von innen heraus strahlst, ja, dann bist du auch schön. Also ein Lächeln auflegen steht dir gut. Und hier haben wir auch noch so Schwäne, die ich im Maßstab
mächtig klein finde, Verhältnis zum Elefanten. Egal, haben wir zwei Schwäne. Nee, da hinten haben wir noch zwei Kindschwäne, wenn ihr die seht. Da sind noch zwei ganz kleine. Also vielleicht auch noch mal so ein bisschen Thema Partnerschaft. Wie fühle ich mich als Frau? Wie fühle ich mich als Mann? Wie fühle ich mich in meinem Körper? Und auch, sie steht in der Lotusblüte. Wie kann ich auch, ich sag mal, die Vergangenheit hinter mir lassen und in meiner Weisheit, ja, steht ja auch fürs Kronenchakra, die Lotusblüte, in meiner Weisheit stehen und ja, schön sein. Schön sein in mir, schön sein mit allem und trotz allem, was war. Ja, Frieden machen mit der Vergangenheit, auch das spüre ich hier noch. Die ist auch noch rausgesprungen im hohen Bogen. Da geht es um das Thema Mut und das ist der Govardhanadhara. Und der hält den ganzen Berg hoch mit dem kleinen Finger und beschützt ja hier das ganze Dorf. Es darf auch leicht gehen, auch schön hier, Mut zur Leichtigkeit, ja, Mut, auch die Vergangenheit hinter dir zu lassen. Und der Berg, wenn wir den jetzt mal so als Sinnbild nehmen für das Schwere, es darf auch leicht gehen, ja, einfach mal den Blickwinkel ändern in Richtung Leichtigkeit. In Richtung Loslassen, in Richtung Vergeben. Und es darf leicht und schön gehen. Und hier sehen wir noch, es wird musiziert, es wird getanzt, es wird gelächelt. Ja, wo ist das Leichte, das Spielerische in deinem Leben? Einfach mal was Spontanes machen, mal was Lockeres, Leichtes machen und vielleicht mal raus aus den festgefahrenen alten Gleisen, die man immer denkt und wie man handelt. Vielleicht sich auch wieder verabreden und irgendwie schön Musik hören, je nachdem, wie das auch gerade so möglich ist bei dir, was halt gerade auch so mit den ganzen Maßnahmen ist. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob Diskotheken aufgemacht haben schon, aber man kann ja auch im Straßencafé sitzen und schöne Musik hören oder einfach selber schöne Musik hören und mal wieder tanzen, ja, das Tanzbein schwingen macht schöne Lebensfreude, also das tut auf jeden Fall gut. Auch schöne Musik zu hören und selber zu singen tut gut. Das ist ein sehr schöner Hinweis, also die Schönheit in dir und auch der Mut, dass es leicht gehen darf. Ja, ich kriege den Mut ja auch wirklich als etwas Leichtes und nichts Schweres. Ja, dann haben wir, mal sehen, wo es hingeht in deinem Leben, wo der Kompass dich hinführt, welche Richtung. Es geht um das Thema Liebe. Wow, wir haben heute gar kein Liebesreading, aber es geht hier um das Thema Liebe. Wow, die Schwäne haben mich schon angelacht. Es darf leicht gehen, Leichtigkeit auch in die Liebe mit reinzubringen und dich schön zu fühlen. Und das kannst du auch mit in deine Beziehung mit reinnehmen. Das ist hier sozusagen eine übergeordnete Karte, eine große Arkana von diesem Kartenset. Das sieht so aus, Lebensplan-Kartenset. Da schaue ich jetzt mal, was hier von Martin Zoller geschrieben ist bei der Liebe. Dein Herz ist deine Heimat. Öffne dich für die Kraft und Magie der Liebe. Gemeinsamkeit steht an für dich. Familie und Gemeinschaft stehen an erster Stelle. Wir hatten ja hier die vier Schwäne, zwei große und ein paar kleine. Also egal, ob du Kinder hast oder nicht, es geht einfach um dieses Zusammensein, um Zeit zu verbringen mit Menschen, die du liebst. Vertraue auf die Stimme deines Herzens und erkenne die Kraft der Liebe. Ja, und Liebe ist ja ein leichtes Gefühl auf jeden Fall. Ja, und wenn Mut zur Leichtigkeit ist, auch ein bisschen Mut zur Liebe wieder, dem zu vertrauen. Das ist sehr schön, diese Karte ist noch nie gefallen. Ich mag die total. Wird ja auch mal Zeit, dass die hier mal kommt. Möge die Liebe sich hier wieder in unserem Geist und in unserem ganzen Verhalten wieder mehr einstellen. Dann haben wir hier noch einen vom Tiere-Tarot. Schauen wir mal, wer da kommt. Jetzt haben wir denn hier die drei des Winters. Hier haben wir auch zwei, die kuscheln. Wie schön. Ich sehe aber nur zwei Vögel im Moment. Und zwar ist es der Rosenbrustkernknacker. Die haben so einen dicken Schnabel. Und hier heißt es noch, das ist wahrscheinlich das, was auch so ein bisschen hinter euch bleiben darf, die Trauer. Trauer gehört zum Leben dazu, aber sie müssen sie nicht allein bewältigen. Sie brauchen vielleicht etwas Zeit für den Heilungsprozess, aber wenn sie ihre Gefühle einmal verarbeitet haben, dann sind sie stärker als zuvor. Ja, das ist vielleicht was hinter euch liegt, wo es vielleicht auch nochmal Mut braucht, es anzuschauen. Was so ist, vielleicht ist auch jeder so ein bisschen auf dem Heilungsweg, jeder für sich.
Und irgendwann findet sich es auch wieder zusammen. Das heißt, wir haben alle unsere Themen, die wir erlebt haben, die wir auch mitbringen in Beziehungen. Keiner geht völlig unvorbelastet in Beziehungen, ja. Behaupte ich jetzt einfach mal ganz frei. Jeder bringt so ein bisschen ein Köfferchen mit, ein Gepäck mit. Und und dann kann man auch sich gegenseitig ein bisschen Trost spenden, Schutz geben, Zeit miteinander verbringen. Und die Leichtigkeit darf dann aber auch wiederkommen. Und das ist so schön, weil ja hier der Krishna hier das mit so einer Leichtigkeit macht. Und das hat das ganze Dorf beschützt. Mit dem kleinen Finger stemmt er ja hier den Berg hoch. Und über dem Berg ist sozusagen so ein böser Dämon. Und da beschützt er das ganze Dorf mit. Aber sinnbildlich würde ich auch sagen, du kannst alles meistern. Man sagt dir ja immer nur, Gott, gib dir das, was du schaffen kannst. Und du kannst das meistern und du hast jemanden ganz Liebes an deiner Seite, ob du das direkt siehst oder nicht, oder ob du sagst, ich spüre, da ist mein Twin Flame, da ist mein Seelenpartner, wir reden zwar nicht, oder der ist gerade auf dem anderen Ende der Welt oder ist gerade schwierig, aber wir spüren immer, dass wir beieinander sind, ja. So nehme ich das hier wahr als eine ganz dichte Liebesbeziehung, wo ihr beieinander seid, auch wenn es dem anderen nicht gut geht, ja. Ich schaue noch mal hier ins Heft. Es geht um das Heilen von alten Wunden, ja, und auch bei der Trauer nicht allein zu sein oder bei dem Aufarbeiten, bei der Heilung Mitgefühl für den anderen zu haben, auch die Geduld zu haben, dass es dauert, bis gewisse Dinge aufgearbeitet sind, und auch das sein kann, dass jemand, mit dem du zusammen bist, gerade nicht gut geht. Das kann auch ein Hinweis sein, dass jemand vielleicht auch mehr Leichtigkeit bräuchte oder sich vielleicht auch nicht schön findet oder keinen Mut hat, hinzuschauen. Es können auch die ganzen Themen ins Negative sein, umgedreht. Vielleicht hat dein Gegenüber da gerade das Thema und die Karten weisen uns sozusagen darauf hin. Ja, oder bei dir selbst, das wirst du ja dann wissen. Es spricht auch ein bisschen für Liebeskummer, diese Karte, oder für emotionalen Schmerz, ja, dass sich jemand gerade einfach nicht gut fühlt und vielleicht auch Nähe bräuchte. Der Kernknacker bittet sie zu vergeben oder auch die Vergangenheit loszulassen, ja, und das, was war, hinter dir zu lassen. Das ist so die Botschaft dieser Karte. Dann haben wir noch eine Karte von Atlantis. Und zwar ist es die Karte Kooperation, Cooperation, Zusammenarbeiten, ja. Hier siehst du, dass mehrere Menschen mit ihrer Energie, die aus den Händen kommt, etwas zum Schweben bringen. Das heißt auch nochmal, die Leichtigkeit, das Schweben kann kommen, wenn man zusammenarbeitet, ja. Das heißt, die Heilung in der Liebe kommt, wenn du kooperierst, sei das nochmal mit einer außenstehenden Person, einem Therapeuten, jemand, zu dem du gehst, oder auch mit deinem Partner, oder auch dein Partner gegebenenfalls auch nochmal Hilfe annimmt, dann kommt in die Liebe wieder mehr Leichtigkeit rein. Und ich habe jetzt auch nochmal neulich mit einer Kollegin gesprochen, die hat jetzt nochmal so ein Studium gemacht und sie hat gesagt, wenn in einer Situation man alles probiert hat und sich nichts weiter wandelt, dann ist das Einzige, was tatsächlich hilft, dass eine dritte Person von außen drauf schaut und dann bewegt sich wieder was. Ja, und das ist spannend. Ja, also kooperiert, das heißt auch wirklich zusammenarbeiten, miteinander am Ergebnis arbeiten, auch die Trauer, das Leid teilen, Mitgefühl haben und die Vergangenheit jetzt hinter sich lassen. Ganz ein schöner Auftakt, weil auch heute ja der Vollmond ist. Da schauen wir gleich, bei jedem gibt es eine Mondkarte. Und die Einzelbotschaften schauen wir gleich rein. Und vielleicht ist das für uns einfach hier dieses Wochenthema. So, ihr Lieben, es kann natürlich auch alles mit der Selbstliebe zu tun haben, wenn du sagst, da ist gerade gar kein Partner. Es kann auch alles ausschließlich in dir stattfinden, wie du mit dir selbst umgehst und mit der Vergangenheit und dass du dir selbst sozusagen auch Hilfe holst, mit anderen sprichst und so eine Familie, so eine Seelenfamilie dir suchst und dass nicht alles alleine sozusagen bewältigt werden muss. Dann kommen wir jetzt zum Stapel 1. Wenn du den Stein dir gewählt hast, dann bist du jetzt deine erste Karte. Da geht es los mit einer schamanischen Botschaft in dieser Woche. Da haben wir auch das Thema Freundschaft. Ach, wie schön. Hier haben wir alle möglichen Wesen am Tisch versammelt, von Fledermaus bis, hier haben wir oben so einen Zwerg oder so.
Und dann waren Leguan, eine Katze, ein Wolf, ein Hase, eine Eule und noch ein Rotkehlchen. Unten haben wir einen Dachs oder was es ist. Ja, und zwei Menschen und ein Engelwesen haben wir auch noch. Also, dass du sozusagen dir Verbündete suchst, ja. Ob das jetzt aus der geistigen Welt ist oder ein Krafttier oder ein physisches Wesen, ein echtes Tier oder ein Freund oder ein Therapeut, ja. Oder auch ein echter Engel. Es gibt ja auch Menschen in Engelskörpern oder Engel in Menschenkörpern. Ja, gibt es auch wirklich Menschen, wo man sagt, das sind richtige Engelwesen. Vielleicht hast du so einen Menschen in deinem Leben oder vielleicht bist du so ein Mensch für andere. Die Freundschaften sind sehr wichtig. Schau sie nochmal an. Vielleicht gibt es da auch nochmal Themen, so du sagst, da kommt nochmal was hoch oder ich möchte da die Freundschaft wieder pflegen. Jetzt war so Corona-Zeit, Lockdown, jetzt hat sich alles nur um mich gedreht. Vielleicht möchtest du da wieder Verbindungen knüpfen, wo jetzt vielleicht gar keine Energie für war, wo du merkst, Mensch, dieser Person geht es vielleicht auch nicht gut, da möchte ich auch für da sein, für diesen Menschen. Ja, oder auch wirklich die Einladung, nochmal in der geistigen Welt Hilfe zu suchen oder mal wieder eine schamanische Reise zu machen oder wieder mal deinen Engel zu befragen oder auch mit jemandem, der als Medium dazwischen fungiert, mit einem Berater oder so. Also irgendwo wieder zusammenkommen, auch das Thema Kooperation, vielleicht was zusammen zu machen. Vielleicht hat jemand ein Liebesthema, du oder deine Freundin, dein Freund, wo ihr gemeinsam vielleicht dran arbeitet. Vielleicht hast du auch gewisse, ja, Tools und Fähigkeiten. Vielleicht hilfst du jemandem. Und einfach deine Gemeinschaft wieder stärken, deine Familienbande, deinen Freundeskreis wieder, ja, zu nähren, aufzubauen. Es tut auch dir gut. Da fühlst du dich auch wieder gesehen, also weil wir uns spiegeln in Beziehung und reflektieren miteinander, da fühlst du dich auch selber wohl und kommst auch mehr in dieses leichte Gefühl, dass du da bist, ne? Dass du gesehen wirst. Genau, oder dass du was geben kannst. Auch das befriedigt Menschen ja zutiefst, wenn sie mit Freunden was Gutes auf die Beine stellen können, ja? Dann schauen wir jetzt mal deine Mondkarte an. Mal sehen, was da kommt. Heute am Vollmond. Hui, hier fliegt ein Mann. Der springt gleich in den See, nehme ich an. Die Mondanziehung kommt hier als Thema. Der schaut auch ganz witzig. Mondanziehung. Du trägst eine ganz besondere Anziehungskraft in dir. Alles Leben unterliegt dieser Anziehung. Es ist jetzt an der Zeit, dir dieser Kraft bewusst zu werden. Wow. Die Mondanziehung. Vielleicht wird er direkt zum Mond gezogen, so. Nein, Schmarrn. Also, was macht der Mond mit dir? Vielleicht spürst du immer mehr diese Auswirkungen des Mondes, diese Auswirkungen, wenn der Mond abnimmt, ja, wenn es ins Loslassen geht oder wenn der Mond zunimmt, wenn die Kraft, die spirituelle Kraft verstärkt wird oder die Magie in dir. Dass du das unglaublich stark spürst, diese Kraft von La Luna. Ja, vielleicht zieht der Mond dich auch öfter raus. Vielleicht schaust du ihn auch lang an, machst Mondrituale. Also der Mond hat in deinem Leben schon eine wichtige Rolle. Und vielleicht zieht der Mond auch einen Mann in dein Leben. Kommt da einer angeflogen so. Vielleicht ist auch dein Liebespartner ja männlich und ist auch vom Mond beeinflusst, vielleicht bewusst oder unbewusst. Ja, wir sind ja alle Wesen, die Wasser in sich tragen und ein Magnetfeld um uns tragen und durchströmt werden von diesen, ja, diesen kosmischen Energien, den Erdenergien und den Mondenergien. Wir können uns dem ja gar nicht entziehen. Wir sind ja alle spirituelle Wesen. Und schau mal, was du in deinem Herzen jetzt da bekommst. Ich schaue auch noch mal, was noch weiterführend angegeben wird im Heftchen. Was wird denn noch angegeben? Ja, dass alles in dir so sozusagen diesen Gezeiten ausgesetzt wird, dass wie so eine magische Anziehungskraft durch dich hindurchfließt, was auch deine Gefühle, deine Mitmenschen beeinflusst und auf Situationen wirkt. Und dass du da nochmal genauer hinschaust, wann ist es wie und ist es bei allen gerade gleichzeitig so. Du kannst gerade auch besonders gut manifestieren, werde deiner eigenen hohen Schwingung immer wieder bewusst. Ja,
Und es ist ja auch ein Zeichen für eine Generalüberholung, nochmal so eine Bestandsaufnahme. Finde ich interessant, auch nochmal den Freundeskreis vielleicht so zu gucken, ja, wer passt da noch rein, wer passt da nicht rein oder wer hat sich in Corona-Zeiten vielleicht als ganz ein anderer Mensch entpuppt, als ich dachte, weil in harten Zeiten zeigen sich manchmal Gesichter von Menschen, wo man denkt, so kenne ich den gar nicht, was ist da los? Ja, geht auch darum, jetzt keinen zu verurteilen oder so, aber wenn sich jemand, der total daneben benommen hat, wo du denkst, geht gar nicht, vielleicht musst du auch was aussortieren, ja? Generalüberholung oder nochmal Dinge aussortieren, rauswerfen. Abschied und Wandel kann auch angezeigt sein, dass diese Mondkraft oder diese spirituelle Kraft innerlich dich so führt, dass du gerade da von innen weißt, was du wann machen musst und auch wo du vielleicht ein bisschen. Ja, ich sag mal, fast ein bisschen radikal oder klar sein darfst, das fliegt raus, das fliegt raus. Also ich habe das jetzt auch gerade bei mir, merke, dass das tut auch gut und da überlegt man lange Jahre rum, brauche ich das noch? Und dann gibt es so einen Moment, wo das total leicht fällt, das alles loszulassen. So zack, zack. Und vielleicht ist das bei dir mit anderen Dingen auch so, ja? Ja, dass du schon lange irgendwo herum überlegt hast und auf einmal sagt dir der Mond ganz klar, in die Richtung geht's und das passt jetzt noch zu mir und das passt jetzt überhaupt nicht mehr zu mir. Ja, ganz spannend. Also der Mond, La Luna, beeinflusst dich. Dann haben wir noch von den sirianischen Starseeds eine Botschaft an dich. Da haben wir The Hanging Man. Der hängende Mann, der meditiert hier, der macht Yoga, der ist am Fuß aufgehangen. Ich finde die Karte ganz toll, weil der hier an einem Pendel hängt und hin und her pendelt und dabei ist er erleuchtet. Ja, im Yoga sagt man auch, Umkehrhaltungen sind auch wirklich für Erleuchtung da. Das ist keine negative Karte. Ja, es geht hier schon um auch mal die Perspektive zu wechseln, um alles mal andersrum zu betrachten und auch vielleicht Situationen, wo sich mitunter wie eine Pause anfühlt, auch als Chance zu betrachten. Ich schaue noch mal rein ins Heftchen für dich, was der hängende Mann noch für eine Botschaft bringt. So, hier haben wir den hängenden Mann. Er ist noch so ein bisschen wie nicht geboren, wie ein Ungeborenes im Bauch. Bereitet er sich sozusagen auf etwas Kommendes vor. Er meditiert, er wartet auf den Moment, wo es losgeht. Also man könnte sagen, es ist auch wie so eine Warteposition. Und es ist ein Pendel, was gerade sich nicht bewegt. Es schwingt weder nach links noch schwingt es nach rechts. Es hat aber das Potenzial, eigentlich sich zu bewegen, ist aber gerade in Pause. Es geht um Hingabe an den Moment, um Meditation und um Fließen mit den Energien, die da sind, ja. Ja, auch zum Beispiel in den Beziehungen, wenn wenn du merkst, deinem Gegenüber geht es nicht so gut oder mir geht es nicht so gut, was machst du denn? Und da ist jetzt Meditation auch wirklich nochmal ein Schlüssel. Das heißt, dass du, ich hatte gerade so dieses Bild, das ist ein bisschen lustig, das Bild, deswegen muss ich jetzt dreimal überlegen, ob ich das sage. Ich esse auch überhaupt kein Fleisch, deswegen finde ich es auch ein bisschen witzig, das Bild. Aber egal. Kennst du so, hat man früher gesagt, so eine abgehangene Wurst, die soll man ja auch nicht gleich essen. Also ich glaube Salami, so irgendwas Geräuchertes, muss man ja länger so hängen lassen und bis sie sozusagen reif ist oder gut schmeckt. Und der, wenn der da nur 2 Tage in dieser Position ist, dann hat er auch nicht diese Erkenntnis, als wenn er alle Stationen durchlaufen hat, die er braucht, um die Erkenntnis zu haben. Und da geht es um so ein Vertrauen an die Göttlichkeit, an das Höhere, die Hingabe zu haben. Wie lange braucht etwas? Wie lange brauchen wir, bis wir an eine Erkenntnis kommen? Und so lange hat jeder seine eigenen Stationen. Also ganz spannend. Meditation ist ein ganz großer Schlüssel bei dir. Dann kann etwas Neues sozusagen geboren werden, wenn du es noch nicht siehst. Also eine Art Neugeburt in dir, die sich anzeigen kann. Der Mann wartet auf die Wiedergeburt und auch auf ein erhöhtes Bewusstsein. Kann ich noch mal auf Dinge in einer anderen Art und Weise schauen? Ist die Frage, die dir helfen kann. In welcher Sache brauche ich Klarheit? Ist auch eine weitere Frage. Und
Ja, wenn du irgendwie aufgehalten wirst, gestoppt wirst, wie fühlst du dich dann? Was passiert in dir? Wirst du unruhig? Möchtest du es steuern? Wirst du vielleicht ungehalten, wütend oder läufst du davon? Also es geht auch darum, dass wir immer weiser werden durch solche Situationen im Leben, wo es scheinbar nichts weitergeht. Und da sozusagen in der Leichtigkeit zu bleiben, auch durch die Meditation. Und die Schönheit in dir zu finden und die Liebe in allem zu finden. Alles gehört im Leben dazu. Ja, wir können nicht immer nur weitergehen, weitergehen, weitergehen in rasendem Tempo. Es gibt auch diese Langsamkeit und es gibt auch manchmal haben wir das Gefühl, es bleibt stehen, aber in Wirklichkeit entwickelt sich da ganz viel. Ja, wenn du nur ein bisschen so dich auskennst mit den Quantentheorien oder mit Albert Einstein, je langsamer du gehst, umso mehr passiert. Also es ist ganz spannend, wenn wir immer nur rennen, passiert immer weniger eigentlich bewusstseinstechnisch. Also Zeit und Bewusstseinsentfaltung hängt sehr stark zusammen. Es kann eine große Chance sein. Also meditieren oder auch gerne Yoga ist auch eine bewegte Meditation, kann ein Schlüssel sein für dich, in die Hingabe zu gehen. Ich werde dir jetzt noch eine Powerfrage obendrauf ziehen. Ich finde jetzt eh schon die total der Knaller, diese drei Karten bei dir. Und du kannst auch mal in deinem Freundeskreis gucken. Vielleicht inspiriert dich ja da auch jemand. Vielleicht möchte mit dir jemand zusammen ein paar Erfahrungen machen. Vielleicht hast du da jemanden, der sagt, komm, machen wir das. Gehen wir meditieren oder ist was. Oder kann man online irgendwas machen. Ja, vielleicht spricht dich ja da auch jemand an und macht mit. So. Dann deine Powerfrage für diese Woche. Warum liebe ich meinen Körper? Du bist einzigartig und vollkommen. Genauso hast du es einst geplant. Du bist lebendige Liebe und rundum liebenswert. Fühle es. Wunderschön. Ja, während man da hängt in dem Pendel, hat man unglaublich viel Zeit, sich das Thema mit der Selbstliebe des Körpers nochmal anzuschauen. Warum liebst du deinen Körper? Warum fühlst du dich schön in deinem Körper? Wofür bist du dankbar mit deinem Körper? Okay, meine Liebe, mein Lieber, eine schöne Woche für dich. Und dann kommen wir schon zum nächsten, wenn du den Amethyst, den Violetten gewählt hast. Deine erste Karte, eine schamanische. Ui, du hast das Thema Fruchtbarkeit. Das ist aber eine schöne Karte. Ja, hier haben wir einen guten Hinweis auf dein zweites Chakra und wir sehen hier sehr viel Feuer, sehr viel Orange, Früchte. Wir sehen hier die Kundalini-Energie und zwei Menschen, die verbunden sind. Also ich würde schon sagen, das Thema, siehst hier auch die Wurzeln, ja, die Erdenergie und auch die Sexualität ist hier dabei. Reinige deine Schöpfertempel, deinen Schöpfertempel. Also du bist ja in dir ein Schöpfergeist. Und dein Schöpfertempel ist auch das Thema nochmal Sexualität, zweites Chakra anzuschauen. Und reinige deinen Schöpfertempel, kannst du schon schauen, kannst du es mit dem zweiten Chakra arbeiten. Das heißt, nochmal alte Beziehungsverbindungen klären, ja, Menschen, mit denen du Sexualität gelebt hast, da bilden sich sozusagen Verbindungen. Da könnte man nochmal die Engel bitten, einiges zu reinigen oder eine Session nehmen. Energiebänder durchtrennen. Im höheren Sinne würde ich auch sagen, geht es darum, dir deiner Schöpfermacht bewusst zu werden, ja? Auch vor allen Dingen, wenn du jetzt Fernsehen schaust oder andere Videos schaust, ja, wo viel Panikmache, Angstmache ist und du da schon einsteigst und dann eigentlich mit deiner Schöpferkraft da schon mitmachst, dass sich das auf diese Erde hier manifestiert. Andersrum, für dich funktioniert das im kreativen Jahr genauso, wenn du dich mit etwas beschäftigst, wo du hin möchtest, was du willst. Zum Beispiel hier die Liebe, die Beziehung, die Sexualität wieder reinigen, heiligen, leben, ja, befruchten, wieder fließen lassen. Ja, es geht ja auch um Thema Fruchtbarkeit. Vielleicht möchtest du auch ein Kind bekommen. Ja, was braucht's da? Ist auch ganz spannend, wenn man mit dem Gebärmutterraum rein arbeitet, wenn man den reinigt sozusagen.
man nicht schwanger werden kann und da auch mal energetische Blockaden reinigt, wenn man schon körperlich auf allen Ebenen geschaut hat und dann da nochmal schaut. Also kann man ganz viel machen in dem Bereich. Könntest viel mit der Farbe Orange, Gelb arbeiten. Ja, also Hokkaido, Kürbis. Wenn es jetzt kälter ist, kann man den auch gut wieder essen. Orangen, Karotten, alles was in der Farbe ist, kannst du essen. Das ist auch so die Energie. Ja, ganz spannend. Und dir deine Schöpferkraft bewusst werden. Das heißt natürlich auch, wie sprichst du? Was manifestierst du bewusst und unbewusst? Nochmal schauen. Ja. Ist ganz spannend. Vielleicht ist auch nochmal was zum Heilen. Im Thema Sexualität oder zweites Chakra zum Heilen, ja, Thema Geburten, wenn du Kinder bekommen hast oder Kinder verloren hast, dass das dann nochmal in Heilung gehen darf. Ja, das beeinträchtigt auch viel von den Jahren danach, dass da die Liebesbeziehung auch wieder sozusagen stattfinden kann. Ja, und da darfst du auch kooperieren, auch mit anderen Menschen zusammenarbeiten, je nachdem, woran du gerade persönlich bist, an welchem Thema. Kannst du auch Hilfe in Anspruch nehmen. Es ging ja um Kooperation, dich mitteilen, wie geht es dir, wo bist du dran, an welchem Thema. Und dass du dich auch wieder als Frau oder Mann richtig wohlfühlst, schön fühlst und auch wieder Leichtigkeit haben kannst. Vielleicht geht es auch noch mal ein bisschen um Trauerarbeit. Wenn wir hier die drei des Winters mit diesen Kernknackern hatten, auch das Thema Trauer, ja. Vielleicht geht es da auch um eine Trauerverarbeitung. Auch das ist möglich. Damit auch die Freude wieder gelebt werden kann auf anderer Seite bei dir. Ja, dann schauen wir mal deine nächste Karte an. Da haben wir eine Mondkarte. Heute im Vollmond. Du hast das Thema Mondkristalle. Ja, vielleicht hast du einen Mondstein direkt oder einen Stein, den du mit dem Mond verbindest. Hier ist ein Bergkristall gezeigt. Und du darfst auch mit dem Stein meditieren. Und hier heißt es auch, man kann all seine Aufmerksamkeit in so einen Stein fließen lassen, auf einen Punkt fließen lassen. Und dann wirst du dein Leben bündeln können. Es erinnert eigentlich schon nochmal an deine Schöpferkraft. Dass du, ja, wenn dann die Zeit der Trauer, der Schwere vorbei ist, dass du dann mit dieser neuen Leichtigkeit, wenn du geheilt bist, wirklich etwas ganz Tolles manifestieren kannst. Du kannst ganz klar sein wie ein Laser, dich bündeln und auf ein Ziel fokussieren, ja. Vielleicht ist es das Thema Liebe, vielleicht ist es ein Thema mit deinem Körper, mit Schönheit, oder nochmal mit etwas verarbeiten oder vielleicht nochmal was ganz anderes. Du kannst, wenn du etwas hinter dir gelassen hast, etwas verarbeitet hast, ganz klar sein und hast auch große magische Kräfte. Und gerade auch nochmal heute am Vollmond und auch morgen, übermorgen noch, kannst du super manifestieren jetzt, ja. Ganz toll, du kannst Dinge richtig ins Leben rufen, die vorher noch nicht da waren. Hast du neue Ideen, weil Fruchtbarkeit kann auch neue Projekte anzeigen. Ja, vielleicht wird was Neues gerade von dir geboren, sozusagen. Neue Ideen in diese Welt gebracht. Ja, kannst du gerade jetzt nochmal unterstützend am Vollmond Gebete dazu senden oder ein Ritual machen? Dann haben wir von Sirius. Oh, sieht ja auch super magisch aus, diese Karte. Da haben wir das Thema Aufstieg. Ja, hier siehst du auch diese Frau oder Engelin. Wir haben hier noch einen Delfin, wenn ihr den seht. Und die Erde haben wir hier drauf. Ja, und es geht schon um den Aufstieg der Erde und dass du auch hier bist, um der Erde beim Aufstieg zu helfen, ja? Du bist ein Wesen, was hier auf diese Erde genau bewusst jetzt inkarniert ist, um zu helfen, dass diese Erde aufsteigt. Ich schaue noch mal nach. Es ist eine abschließende, finale Meisterkarte, diese Aufstiegskarte, und die zeigt ultimative Erleuchtung an. Also du bist schon eine Seele, die hier ist, um der Erde zu helfen. Ein Zyklus hat sich jetzt abgeschlossen, altes Karma wird getilgt
Und du kannst jetzt auf dieser Erde helfen, neugeboren zu werden durch deinen eigenen inneren Aufstieg. Ja? Vielleicht übernimmst du irgendeine führende Position, führst andere Menschen an. Auch in so eine höhere Dimension jetzt hineinzukommen. Vielleicht findet das alles in dir persönlich statt. Ja, je nachdem, vielleicht ist es nichts im Außen, vielleicht ist es ganz tief in dir drin. Es ist sehr, sehr spannend. Hier ist ja eine Frau abgebildet, die die Erde in ihrer Hand hält. Ja. Und warte mal kurz, ich übersetze das. Sie schaut auf die alte Erde in ihrer Hand und sieht auch die Schönheit und die Weisheit von dem ganzen Weg, was die Erde zurückgelegt hat. Und die neue Erde liegt auch schon da. Wir sehen hinter der Frau eine Erde, unten, so ganz groß, und sie hält auch noch eine Erde in der Hand. Und es ist alles parallel da. Und das finde ich so spannend. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, am Anfang des Jahres habe ich immer so spezielle Träume gehabt mit so großen Energiewellen. Und dann kam ja Corona rein und dann habe ich gedacht, was ist das denn jetzt mit dem Corona und diesen Energiewellen? Also ich kann euch trotzdem sagen, dass ich in diesem Jahr ganz enorm große Energiewellen immer wieder verspüre. Das hat nicht abgerissen. Und auch durch meinen Körper also eine ganz starke Kundalini-Energie spüre. Und das hat einfach überhaupt nicht abgerissen. Ich habe dann da jetzt nicht mehr so viel drüber geredet, aber es ist die ganze Zeit noch sehr aktiv da. Und es ist spannend, dass die alte Erde ist da und die neue Erde ist da. Und ich glaube, wir sind da gerade wirklich mittendrin, dass sich das so zeigt, dass das Alte und das Neue schon da ist. Okay, ja, das wollte ich euch nochmal erzählen, dass das auf jeden Fall nicht abgerissen hat und ich auch das Gefühl habe, dass wir Leute brauchen, die sich ganz arg darauf konzentrieren und den Fokus halten. Vielleicht bist du genau da so ein Mensch, der deswegen hier ist und sich weiterhin darauf konzentriert, dass wir diesen Aufstieg gerade machen, sich nicht von außen ablenken lassen. Genau, ich ziehe euch jetzt noch oder dir noch eine Powerfrage obendrauf. Mal sehen, was jetzt da kommt. So. Hier guckst du raus. Zwar. Warum verdiene ich eine Beziehung, die mir Freude bereitet? Nimm jetzt ganz bewusst wahr, was dir an deiner Beziehung gefällt. Richte deine Aufmerksamkeit auf die Geschenke, die sie dir vielleicht schon die dir vielleicht schon selbstverständlich geworden sind. Ehre sie. Toll. Ja, schaut noch mal vielleicht ein bisschen anders auf eure Beziehung drauf. Und vielleicht konntet ihr auch schon viel Gemeinsames teilen und füreinander da sein. Vielleicht merkt man das gar nicht, weil es ist auch nicht für jeden selbstverständlich, so über gewisse Dinge zu reden. Und ja, vielleicht segnet ihr die Beziehung noch mal und die Freude in der Beziehung. Also da kann noch mal ganz viel, noch mal ein neuer Blickwinkel und auch dieses Erlösen der Vergangenheit ist. Da gehen wir ja gerade alle durch. Das heißt, dass diese 3D-Materie sich aus uns rauslöst immer mehr und wir immer mehr in diese 5D Leichtigkeit und bedingungslose Liebe hineinkommen. Das ist ja der Weg, auf dem wir hier gerade alle auf der Erde kollektiv sind. Und das ist halt so ein Prozess, das nicht von jetzt auf gleich passiert ist, sondern das dauert mitunter ein paar Jahre oder manchmal auch ein Jahrzehnt. Also da braucht es so eine gewisse Geduld und auch selber eine Leichtigkeit, um da durchzugehen und auch wieder Leute, die mit einem die Zeit dann verbringen. Ja, ich wünsche da jetzt alles Gute, eine schöne Woche und dann schauen wir schon zum nächsten, wenn du den Goldfluss gewählt hast. Und zwar deine erste schamanische Karte für diese Woche. Wow, das ist ja auch eine ganz tolle Karte. Schau mal, der ist hier unterwegs mit einer Lampe in so einem blauen Wald mit einem Sumpf ist er unterwegs. Und hier heißt es Sumpflöcher. Hier ist schon so ein Sumpf. Da wartet schon so ein kleiner Skorpion. Der sucht irgendwas. Und hier heißt es, verbünde dich mit der Angst,
und entfache deinen Mut. Ja, wenn man jetzt gerade nach dem Licht sucht und dann vielleicht die Angst hat, was finde ich denn da alles heraus? Falle ich da in so ein Sumpfloch hinein? Gehe ich dabei verloren? Was passiert mir da in so einem Sumpfloch? Also auch einfach die Angst, was findest du so über dich heraus und wie schwer könnte das dann werden? Oder vielleicht auch jemanden, den du liebst. Die Sumpflöcher, wie gehen wir mit unserer Angst um? Ich lese dir das mal vor. Mut ist keineswegs die Abwesenheit von Angst, sondern die Kraft, die dich trotz Angst dennoch etwas tun lässt. Die Angst wird dem Stammhirn, dem ältesten Teil des Gehirns, zugeordnet. Dieses steuert die Instinkte, die für das Überleben nötig sind. Angst ist ein solcher Instinkt. Ein Mensch, der zum Beispiel in der Wildnis lebt und gut ausgeprägte Sinne hat, spürt Angst in seinem System, wenn eine echte Gefahr besteht. Diese Angst ist auch sinnvoll, sie lässt ihn entsprechend handeln. Undefinierbare Angst hingegen blockiert den Fluss des Lebens. Sie hindert dich daran, voranzugehen und trennt dich von deiner Kraft. Dich mit deiner Angst zu verbünden, kann dir dabei helfen, Grenzen in deinem alltäglichen Leben zu sprengen und neue Wege zu beschreiten. Ja, hier ist noch so eine kleine Meditationsübung, wie du deiner Angst begegnen kannst. Ist vielleicht auch so ein Thema, ja, wie geht man damit um, wenn man auf innere Blockaden stößt, auf Themen, auf unliebsame Sumpflöcher? Wie geht man denn damit um? Ja, holt man sich da schon mal noch jemanden an Rand, der vielleicht eine Rettungsleine zuwirft? Oder ja, rennt man gleich wieder weg? Oder guckt man da immer mal wieder hin und sieht vielleicht nachher, ach, da ist ja gar nichts Schlimmes? Je nachdem, also Kooperation ist auch, das heißt auch schon, du kannst da mit jemandem zusammenarbeiten an dem Thema Ängste. Kann dir auch jemand helfen, dich da, sag ich mal, zu entkonditionieren, dass du merkst, ja, vielleicht habe ich mich auch so an Ängste gewöhnt, dass die so in meinem Leben vorhanden sind, dass ich mich nichts mehr traue. Dass ich nur noch immer das Gleiche mache und nichts Neues, keine Leichtigkeit mehr irgendwie reinkommt. Wie kannst du damit umgehen? Wie kannst du diese neue, ja, bedingungslose Liebe wiederfinden in dir? Denn aus der kommst du und die warst du einmal. Und irgendwann hat das angefangen mit diesen blöden Sumpflöchern, dass die immer mehr geworden sind, dass die sich in deinem Leben breit gemacht haben, aber auch ein Stück weit aufgrund der Reaktion auf die Sumpflöcher. Vielleicht sind es gar nicht so viele, sondern auch schon, dass man die überall vermutet irgendwann, ja, also auch die Angst vor der Angst. Ganz spannend. Wie gehst du mit diesem Thema um? Dann schauen wir jetzt deine Mondkarte an. Die habe ich ja schon die ganze Zeit in der Hand. Aber da kamen jetzt noch ganz viele Wörter durch. Okay, deine Mondbotschaft. Heute ist ja Vollmond. Da geht es um das Thema Zyklus, ja? Es ist an der Zeit, auf deine eigenen Zyklen, Rhythmen zu achten, diese zu ehren und dir deiner eigenen Schwingung bewusst zu werden. Diese Perioden sind heilige Zeiten und jede für sich möchte beachtet werden. Spannend. Wir hatten ja schon mal das Thema Schönheit, dann haben wir das Thema Liebe. Und das Thema Trauer. Und wir sind nichts davon. Wir sind reine Schwingung. Und alles kommt und geht. Es kommen mal die Angstgefühle, dann kommen wieder die Freudesgefühle, die Liebesgefühle. Das Ding ist nur, wenn wir in irgendeinem davon ewig stecken bleiben, dann fließt das nicht mehr. Und alles davon, wir sind zyklische Wesen. Wir sind mit dem Mond und Ebbe und Flut immer. Wandeln sich immer zu unsere Gefühle und alles ist im Fluss. So ist das eigentlich normal. Und wir haben auch mal ein paar Tage, wo wir uns ein bisschen trauriger fühlen. Dann gibt es auch mal Zeiten, wo wir vielleicht ein bisschen übermütig sind und albern sind, ne? Und dann gibt es auch wieder andere Zeiten, wo man sich vielleicht ein bisschen zurückzieht, ja? Und alles darf da sein und nichts ist so richtig fest da. Also es darf alles im Fluss sein. Und die Frage ist auch hier, wenn du sagst, irgendwie mein Leben besteht hier aus lauter Sumpflöchern oder aus faulen Eiern oder aus kleinen Stolpersteinen. Wenn eins irgendwann so richtig überwiegt in deinem Leben, dann ist schon auch die Frage, da nochmal drauf zu schauen, sich das nochmal anzugucken und auch zu sehen, was gibt es denn sonst noch in meinem Leben? Stimmt das tatsächlich, dass mein Leben nur aus Sumpflöchern steht oder gibt es auch schöne Dinge im Leben? Und wie kann ich mir schöne Dinge einladen? Wie kann ich die Leichtigkeit wieder einladen? Wie kann ich meinen Mut einladen und meine Lebensfreude wieder anfachen? Entfachen oder Feuer anfachen, ja, oder wie man sagt.
entzünden wieder. Also was braucht es dafür in dir? Manchmal ist es auch wirklich eine Art Aktion, Bewegung und Sport und draußen sein. So ein Feuer wieder, was auch dein inneres Feuer anfacht, dass man sagt, wenn man jeden Tag ein bisschen rausgeht und sich bewegt, dass man dann wieder lebendiger wird, die Emotionen wieder anfangen zu fließen. Also so ein Sumpf sieht schon für mich auch nach, wenn ich das jetzt mal auf Menschen übertrage, nach einer stagnierenden Energie aus, dass das nicht richtig fließt, ja. Dass man einfach mit Bewegung und draußen sein und einer guten, gesunden Ernährung mit vielen frischen Kost, dass man da auch schon mal wieder was weiterbringt, dass die Sumpflöcher sich klären, ja, sinnbildlich gesprochen und abfließen können und so wie Entzündungen im Körper sozusagen, im Darm oder irgendwo, dass das in die Heilung gehen kann. Genau, alles ist zyklisch, alles sollte auch zyklisch sein. Du darfst dich lieben mit allem, was in dir zyklisch so stattfindet. Auch die Stimmungen, die wechseln, auch die Zyklen, die du durchläufst, wenn du in der Jugend bist, wenn du in der Pubertät bist, wenn du dann zur reifen Frau oder reifen Mann wirst und dann mittelreif und ja, und irgendwann superreif und ganz weise wirst. Also das sind auch so verschiedene Stadien, die wir selbst alle durchlaufen, wo wir uns aber auch drin lieben dürfen. Ja, alles fließt und nichts bleibt stehen. Ja, ganz schön. Einfach auch die Weisheit irgendwann zu finden, das anzunehmen, dass wir so ein fließendes Wesen sind. Kein stagnierendes Wesen. Und dann haben wir von den Sirianischen Starseeds bei dir. Ah, du hast den Master of Crystals, diesen Kristallschädel. Also das Thema ist hier auch Klarheit, der Meister der Kristalle. Das heißt, du kannst sehr gut manifestieren. Du kannst die Dinge durchblicken und du hast auch hier dieses Bewusstsein, auch zu erkennen, welche Zyklen, wo, in welchem Zyklus stehe ich in meinem Leben. Brauche ich mehr Ruhe? Braucht es mehr Aktion? Du hast diese Weisheit. Du bringst das mit auf diese Erde. Du bist auch jemand, der helfen kann, vielleicht anderen gut zu manifestieren. Vielleicht ist es dir nicht so klar, aber du bringst eine große spirituelle Kraft mit. Kannst gut Dinge für dich in deinem Leben manifestieren. Die Achtung, das Achtungszeichen hier ist allerdings, wenn dein Geist zu arg in den Sumpflöchern hängen bleibt. Was manifestierst du dir dann? Also, wie kommst du aus diesen Sumpflöchern raus? Das heißt, der Fokus darf sich noch mal ein Stück weit wandeln, dass du wirklich erkennst, das sind alles Zyklen, ja, und du hast hier ein Leben. Und es gab noch viele andere Leben. Also die Einladung nochmal hier in Richtung Meditation, in Richtung eine Übersicht zu behalten, einen Überblick über dein ganzes Leben zu bekommen, Abstand zu bekommen von den Verstrickungen des täglichen Lebens durch Meditation. Also du kannst sehr, sehr gut dir einen Überblick verschaffen. Das ist etwas, was in dir drin ist. Es darf auch noch mal vielleicht mehr werden. Und dieser Kristallschädel ist das ganze Gegenteil von Angst oder von Unklarheit oder von diesen Sumpflöchern. Das ist jemand, der schaut alles. Er schaut es in Ruhe an. Der kann das einfach sehen, ohne wegzurennen, ohne in Panik zu geraten. Da bleibt man einfach ruhig. Man schaut es nur. Man schaut es, ja. Und da in der Liebe zu bleiben und in der inneren Weisheit und Anbindung zu bleiben, das ist etwas, das kannst du in diesem Leben lernen, das kannst du schaffen, das ist dir gegeben. Und du hast ja hier auch noch den Goldfluss. Das ist auch so ein toller Stein, der auch ja, so von Alchemie, von Meisterschaft spricht. Du kannst das alles lernen, auch diesen Ängsten, die immer wieder kommen, zu begegnen in der Meditation. Sehr, sehr schön. Also die Leichtigkeit kann sich wieder einstellen und auch, dass die Liebe über die Angst siegt. Ja, wir sind ja hier alle, vielleicht auch noch mal die mittleren Stapel schauen, in so einem Aufstiegsprozess, alle miteinander und werden immer mehr in diese 5D bedingungslose Liebe, Leichtigkeit hineinkommen. Und das Schwere, das Alte löst sich jetzt gerade immer mehr raus. Und manchmal, wenn sich das rauslöst, wird das nochmal richtig intensiv vorher, dass wir es richtig anschauen können. Und dann aber, dass es heilen darf und gehen darf und wir wieder in die Leichtigkeit kommen. Jetzt ziehe ich dir noch eine Powerfrage obendrauf. Die öffnet auch nochmal so ein ganzes Quantenfeld für dich. Schauen wir mal, was da
für dich kommen darf. Bin ich jetzt auch gespannt. Was gibt dir uns hier, liebe geistige Welt? So, schauen wir mal. Hier schaut eine raus. Du bekommst. Warum liebe ich meinen Partner? Thema Liebe sind wir hier schon wieder. Es gibt eine Menge Gründe, warum du mit deinem Partner zusammen bist. Richte deine Aufmerksamkeit voller Freude auf die Liebe und du wirst sie spüren. Ja, spannend. Ja, auch nochmal, worauf achte ich? Das wird mehr in meinem Leben. Ja, lege ich meinen Fokus auf die Liebe, wird die Liebe wieder mehr. Ja, natürlich kann man auch bei anderen Personen nach den Sumpflöchern schauen, nach den Macken schauen. Dann sieht man die auch irgendwie mehr. Man kann auch nach den liebenswerten Seiten Ausschau halten, dann sieht man diese mehr. Das ist ganz spannend. Unser Geist kann da sehr kreativ sein in jede Richtung. Und ja, wenn du jetzt gerade gar kein Gegenüber hast, du sagst, das bezieht sich dann jetzt nur auf mich, dann schau ganz liebevoll auf dich selbst. Dann schau ganz liebevoll, was ist an dir alles ganz, ganz toll geworden und gut geraten und was hast du schon alles gut gemeistert. Ja, dann wünsche ich euch jetzt eine ganz schöne Woche mit dieser, ja, mit diesem Mondwochenstart. Der Montag ist ja eh schon ein Mond. Tag. Genau. Starten wir mit diesem Mond in diese Woche. Lass es dir ganz gut gehen. Ja. Und ich bin auch weiterhin zwischendurch am Rumwerkeln und am Malern. Mach's gut. Bis ganz bald.